Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 3. Ja. Ich bin wieder oben bei den Bildschirmen, habe ich gespeichert, denn ich hatte recht, ich muss hier oben weiter. Das war gar nicht so einfach rauszufinden, weil es ist ein kleines Teil, was einen da so weiterbringt. Das ist erstens mal, den einen Schlüssel, das weiß ich noch nicht, wo der passen soll. Der Mondstein, ja, der war in der Haselnuss. War das eine Haselnuss? Ja, und die habe ich letztendlich geknackt unten in dem Teil. Ich kann das Nussknacker nennen, Haselnuss. Boah, ey, echt jetzt? Es ist eine Art Edelstein, nicht wirklich vom Mond. Irgendwie war er in der Walnuss. Steht doch auch hier. Ja, das ist ein natürlich. Der Hausschlüssel. Den anderen Schlüssel, den muss ich irgendwo schon verwendet haben. Ne? So, und diese kugelsichere Weste unter der Jacke ist sie schwer, aber sie sollte gegen die Angriffe eines Monsters schützen. Also ich rüste sie mal aus und ich zeige euch gleich, wie das ist. Ja. Entschuldigung dafür, ich lade gerade GTA auf. Hier. Also, wir laufen mal hin und her. Ja, so, merken. Und diese kugelsichere Weste. Ja, eindeutig, ja. Ist ja logisch. Schneller, ja. Ja, unser heutiges T-Shirt heißt Hände weg. Und ja. Jetzt gehe ich erstmal nach oben, ja. Das letzte Mal, da bin ich schon ziemlich rumhergeirrt. Da habe ich selbst erstmal geschaut, was nun hier so Phase ist. Ihr habt nicht viel verpasst. Ja, hier sehen wir es nochmal. Sie ist abgeschlossen. Auf der Tür ist ein rotes, sichelförmiges Zeichen und eine runde Vertiefung. Da steht etwas in derselben roten Farbe geschrieben. Häufe an 300 Tagen und Nächten von jenseits der Tür Schmerzensschreie hallen. Und die Bestimmung ist wahr geworden, obgleich ohne gesegneten Anfang. Ja. Ich würde mal meinen, der Mondstein. Ich habe den Mondstein verwendet. Ich hatte das ja auch so schon rausgefunden, gleich zu Beginn. Ja. Ist jetzt nicht so das übelste Rätsel. Ja. Der Mondstein. Nein, so laut nicht. Wollen wir denn mal reingehen? Ich glaube schon. Aufgeschlossen ist. Gibt es denn hier noch irgendwelche Türen, weil in der Mitte ist, glaube ich, nur diese Leiter, oder? Was ist denn hier? Ist das ein Zeichen? Ja, nein, da gibt es nichts anderes. So. Ja, ich rüste mich lieber mal um hier. Ich glaube, ich nehme lieber mal eine Waffe, die schießt. Ja, die Weste, die nehme ich nicht. Weil die Weste, wenn die wirklich so mich behindert beim Laufen, dann... Ah, das muss nicht sein. Da ist vielleicht an anderen Stellen ist das vielleicht... angebracht, da funktioniert die ganze Geschichte dann auch, schätze ich mal. Ja. So, aber jetzt geht's erstmal nach unten. Ja, natürlich auch wenig Schutz, ja. Wenn hier jetzt was kommt, was mich übelst umhaut. Oh.
Oh, die Leiter ist weg. Zurück können wir nicht. Ja, zum Glück. Ja, ich habe da oben schon mich genug verirrt bei den ganzen Türen in der Bude. Hat der mich jetzt umgehauen, dieser Wurm? Der zieht mich noch mit. Das gibt doch nicht. Ich dachte, der frisst mich jetzt auf. Alter, zieht mich, ich dachte, der frisst mich auf und nimmt mich mit ins nächste Loch. Erstmal durchatmen, also ja, ein bisschen Energie. Muss ich jetzt verwenden. Mein Gott. Also. Ja, wirklich, es sah ja so aus, als ob mich dieser Wurm, was auch immer das jetzt für ein spaßig lustiges Ding war, mit reinzieht. Ich schaue mich erstmal ganz friedlich nochmal um hier. Erstmal schauen, was hier überhaupt offen ist. Ja, die Shopping Mall, die sieht wieder normal aus. Es ist wieder. Wir sind ja noch nicht in Silent Hill. Eigentlich waren wir ja nur auf der Flucht vor diesem Typ, Polizist oder. Oh, so, ich glaube, hier ist nichts. So, Leute. Kriege ich mal hier mal raus, ja. Trotzdem Licht einschalten? Ja, eigentlich schon, ja. Wer weiß, wie sich das wieder ändert hier. Schlösser sind kaputt. Wenn ich hier was wegdrücke, dann ist das nur, weil das kaputt ist. Und ich nicht reinkomme, ja. Das ist immer derselbe Text. Da kommt er nicht mehr davon los. Das Telefon ist tot. Tja, wir haben alle unsere Hoffnungen. Ich wünschte, ich könnte Papa erreichen. Ja. Ich hoffe, hier ist alles zu. Weiß, hier vorne war so eine große Tür, die mir suggeriert regelrecht, dass sie offen ist. Aber wenn ich schon mal in der Mall feststecke, dann probiere ich doch jede Tür. Bewegt sich nicht, okay. Gut. Freunde, dann hätten wir das, dann wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Das erste Mal im ganzen Spiel, dass ich wirklich weiß, wo ich hin muss. Zumindest weiß ja hier auch,
offensichtlich gezeigt wird. Ja. Es kann nur hier sein oder hier. Ah. Nichts vergessen. Oh, hier liegt ja, hier liegt wieder einiges rum. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Patronen für die Pistole, Patronen für die Pistole. Und immer noch keine Karte für diese Gegend. Ja. Ich habe getrocknetes Rindfleisch. Getrocknetes Rindfleisch. Ach na, Gott sei Dank ist die zu. Ja, desto mehr Türen offen sind, desto umso mehr verlaufe ich mich. Das ist bei mir so manchmal. So, das sind immer die gleichen Dinge, die auf den Tischen stehen. Ja. Oh, halt! Wir sollten ja auch speichern, das ist ja natürlich klar. Jawohl. So, komme ich aus der Shopping Mall jetzt raus, endlich mal. Heather! It's you. What just happened? You must be one of them. What did I do? And what do you mean by one of them? You're in on this with that Claudia, aren't you? Claudia? What about her? She asked me to find you, that's all. So you are one of them. Claudia did all that? Look, I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Why don't you start by telling me what happened here? And that monster, what the hell was that? I don't know any more than you do. All I know is that things are getting really screwy around here and got a weird feeling it has something to do with me. Maybe you're just an innocent bystander, but I can't feel sorry for you, because you dragged me into this. You know, if you hadn't found me... What are you talking about? What's so special about you anyway? If I knew that, I wouldn't be so confused, would I? But I know there's something. Something I've been running from and forgot for a long time. How did I remember that? What's wrong? Nothing. Where are you going? I'm taking the subway home. What should I do? Hell if I know. Ja, die U-Bahn nach Hause. Kann ich auch wieder hoch? Nein, dieser Ort hilft mir nicht mehr weiter. Ich gehe lieber schnell nach Hause. Es ist ein guter Gedanke, schnell nach Hause zu gehen, aber ich schätze mal, es wird uns hier wo ganz anders hinziehen. Wo ganz anders. Ja. Die Taschenlampe, das ist schon so ein, dass ich die einfach so einschalte. Es wird ja auch hier wieder dunkel. Mein Gott.
nichts dafür. Ah ja, was geht's nicht hoch? Das Schloss ist kaputt, ich kann die Tür nicht öffnen. Kann ich sie nicht einschlagen irgendwie? Wieso steht das eigentlich immer von Xbox Live getrennt? Egal was man spielt, kommt da ab und zu mal oben diese Meldung. Ja, ich weiß es nicht. So, hier ist Ausgang. Oh, ich habe irgendwas aufgeschlossen. Schloss ist auch wieder kaputt. So. Dass ich hier einfach nach Hause komme. Das halte ich für ein Gerücht. Komme ich hier rein? Nein. Was das denn jetzt? Was habe ich denn hier gefunden? Auf dem Fahrkartenautomat liegt eine Zeitung. Tödlicher Unfall in Hazel Street. Gegen 23 Uhr am 4. des Monats fiel ein auf dem Bahnsteig der Station Hazel Street wartender Mann auf die Gleise und wurde vom gerade einfahrenden Zug Richtung St. Renate College enthauptet. Das Opfer starb auf der Stelle. Die Polizei untersucht, ob es ein Unfall oder Selbstmord war. Zeugen zufolge schien das Opfer jedoch nüchtern zu sein und absichtlich vom Bahnsteig zu springen. Daher wird davon ausgegangen, dass es sich sehr wahrscheinlich um Selbstmord handelt. Die Identität des Opfers ist noch immer unbekannt. Ja. Der Mann war etwa 40 Jahre alt, ca. 1,80 groß und trug eine schwarze Jacke. Die Zeitung ist 4 Monate alt. Wieso liegt die jetzt hier rum? Eine Karte der U-Bahn. Und kenne ich noch keinen Heimweg. Zug Bergen Street von Bahnsteig 3. Moment. Hier ist eine Karte der U-Bahn, aber auch ohne hinzusehen kenne ich noch meinen Heimweg. Ja, einfach rein in den Zug zu Bergen. Bergen Street von Bahnsteig 3. Okay, Bergen Street, Bahnsteig 3. Das kann ja eigentlich nur bedeuten, Hazel Street. Nein. Es war von einer Bergen Street die Rede. Wir sind noch immer nicht in Silent Hill. Kaputt. Kaputt. Und zu. Okay. Bergen Street. Hier ist ein Knopf. Kann ich den drücken? Nein. Ich muss anscheinend doch hier durch. Okay, lesen wir uns das Ganze mal durch. Bergen Street ist rechts nach unten. Ist es hier? Rhodes. Paul Mauf. Was für ein Ding. Bergen Street, Gleis 3. Ja, ich weiß. Bergen Street. Okay, jetzt bin ich richtig. Aber wer weiß, was es noch alles gibt, ja, wenn ich überall mal
hinschaue, jetzt bin ich auf der Hazel Street. Das ist ja komplett falsch. Das ist doch komplett wieder das Verlaufen bei mir. Ausgang Hazel Street ist hier. Jetzt lauf doch mal nicht so verrückt rum. Bergen Street wäre hier oben, das Gleis 3. Oh, wir können speichern. Ja, gut. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Man kann ja nie wissen, ja. Hazel? Hazel? Wieso steht das immer nur die Hazel? Diese Hazel Street, die geht mir echt auf den Senkel, wirklich. Ich denke, die Bergen Street ist hier oben. Und dann noch nach oben oder was? Am Ende komme ich hierher. Geräuschfasching hier. Wie komme ich immer auf der Hazel raus? Mann, so dumm renne ich doch nie rum auf irgendeinem Bahnsteig. Phone, ich werde gleich mal anrufen, was das soll hier. Das ist jetzt der Anfang, wo ich herkomme. Weil dann steht das nämlich nochmal hier, genau. Ja. Ich kenne meinen Heimweg, aber. Ja, Bergen Street Bahnsteig 3. Kratzt mich doch gleich am Kopf. Muss ich durch diese Hazel durch? Bergen Street ist jetzt links nach unten, okay. Zeigt zwar immer nach oben irgendwie, aber trotzdem ist es ja der Pfeil nach vorn. North Hazel, North End, das Nordende geht mich nichts an. North Powell Street. Geht die wirklich? Die geht nach unten jetzt, ja? Das bin ich doch, jetzt bin ich richtig. Jetzt ist das Gleis 3. Oh, was haben wir denn hier gefunden? Ja, das habe ich vor langer Zeit gelesen. So ein abgedrehtes, okkultes Spinnermagazin. Ich fand das alles ziemlich daneben. Wenn man es nur so zum Spaß liest, ist es aber nicht übel. Die Seelen derjenigen, die plötzlich durch Selbstmord oder einen Unfall verstorben sind, erkennen nicht, dass sie tot sind. Manchmal bleiben sie und spuken am Ort ihres Todes. Schön, warte ich drauf gerade.
Die Geister haben ihre menschlichen Sinne und Erinnerungen verloren und können nur immer wieder den Schmerz und die Trauer im Moment ihres Todes wiederholen. Der Schmerz kann so stark werden, dass sie sich auf der Suche nach Rettung an Menschen wenden oder sie gönnen den Menschen ihr Leben nicht. Dann kommt es vor, dass sie von einem Menschen Besitz ergreifen. Orte, die als berühmte Selbstmordstellen oder Gebiete mit hohem Unfallaufkommen bekannt sind, tragen häufig die Schuld. Sie sollten bei der Annäherung an solchen Stellen vorsichtig sein. Besonders an dem Tag oder zum Zeitpunkt, an dem sich der Tod ereignete. Das heißt, wenn sie nicht wollen, dass ihnen auch passiert, also das ist mir auch passiert. Okay. Nach unten, ja. Es ist egal, wo nach unten, oder? Hier kann ich das wieder nicht lesen. Gehen wir einfach so runter. Ich bin da schon wieder auf der Hazel Street, North Powell Graben. Oh, Alter, wieso ist das alles so verzwickt hier? Es ist doch ganz normal. Es ging nach unten. Ich werde jetzt einfach so. Oh nein, bitte. Ich komme in Zug. Ich muss ja weg. Wo muss ich denn jetzt lang? Das ist ein Witz, oder? Das ist ja wohl ein Witz. Schubst mich hier. Wenn ich dann wieder hier runter gehe, dann geht sie nicht mehr hoch? Oh, natürlich. So ist sie nicht mehr hochgegangen. Wieso macht die sowas? Ja, Heimweg kenne ich. Bergen Street, Gleis 3, ja. Wo ist Gleis 3? Wo ist Gleis 3 Bergen Street? Wenn das jetzt nochmal kommt, dann weiß ich schon, wo ich hinrenne. Ich muss ja wieder hoch. Das hat ja mit den Geistern zu tun. Schubsen einen auf die Gleise, gönnen einen das Leben nicht. Ja.
Es kommt kein Zug. Jetzt kam kein Zug. Ja, wo steht's denn nun noch mal geschrieben hier? Mach mich doch nicht verrückt. Hier wurde ich geschubst. Bin ich hier rauf? Wieder mal hier drüber. Ich bin schon wieder tot, ey. Kann mir einer den Weg mal erklären? Es ist doch nicht zu fassen, wie oft ich hier sterbe jetzt. Noch einmal. Ich will doch nur nach Hause. Ich hasse diesen Namen, diese Hazel Street. Owl Garden. Bergen. Ist das jetzt nach unten? Nein, Bergen Street zeigt nach oben. Mann, ich bin schon so oft rumhergereist. Ich kenne mich doch aus mit Bahnhöfen. Rumbrüllt, will ich überhaupt nicht wissen. Und dass es hier nach unten geht, frage ich mich. Ich nach oben. Ach Mann! Das lauf doch mal richtig! Komme ich da hier vorbei, indem ich da hier runter mache? Nicht schon wieder. Das war doch, wenn ich da runtergehe. Ich wollte bloß drüben wieder hoch. Was stimmt mit dem Spiel nicht? Was ist denn jetzt los auf einmal?
Wenn ich hier runtergehe, kommt der Zug. Ich muss bestimmt irgendwie hier rüber. Die Mitte steigt die nicht drüber, ey. Das verstehe ich auch nicht. Halt. Ich will erstmal die einmal in die richtige Richtung bitte drücken. Vorräte. Speichern und dann versuche ich es noch ein einziges Mal. Weil ich habe ja die Energie-Packs jetzt von unten. Und ja, die ist ja nach unten. Also. Wenn man das nur lesen könnte, Bergen Street, dürfte ich links das sein, ja? Also müsste das hier wirklich hier nach unten sein. Mein Gott, ihr werdet auch denken, wie blöd ist denn der? Wieso findet ihr das nicht raus? Weiß ich auch nicht. Nochmal der Geist kommt hier. North Garden, alles Dinge, die mich nichts angehen. Bist du dumm? Ja, komm, stöhn dir noch einen ab, Stunden später, wie du wieder hochkommst. Komm ich nirgends rüber, das ist. Warum ist es eine Straße bloß? Nein, nicht. Ah. Wirklich? Ja, laufe ich doch nur im Kreis. Das hat doch für mich nichts, das hat für mich keine Bedeutung hier unten. Das bedeutet für mich nichts. Hier kommt nie ein Zug, der mich irgendwo mit hinnimmt.
Und er schweigt, weil er genervt ist. Aber sich da an einer bestimmten Stelle stehen. Wo das auch steht. Weil hier geht ja nichts auf. Hier ist ja komplett zu. Meine Güte. Es ist zu, da ist zu lang der Part. Ich mache an der Stelle erstmal Schluss und würde sagen, bis zum nächsten Mal hier bei Silent Hill. Ich bin weg bei Silent Hill 3. Tschüss.